Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Güler, Ihr Beitrag gibt mir noch mal die Gelegenheit, einmal das Verfahren zu erläutern. Und das nimmt dann vielleicht auch vieles von dem noch mal auf, was hier geäußert worden ist. Dieser Antrag ist so angelegt, dass wir ihn heute nicht beraten, weil wir die Diskussion über die einzelnen Themen in den Fachausschüssen mit Ihnen und mit Experten und Expertinnen, die wir dazu einladen, intensiv miteinander führen wollen. Ein offeneres Verfahren gibt es nicht als das, was wir heute so hier in die Debatte eingebracht haben. Frau Güler, und dann wird an der Stelle auch in den einzelnen Fragen noch mal darum zu ringen sein, was hat Priorität, was ist wichtig für die Menschen, auch für den Lebensalltag. Vielleicht nur eine kleine Bemerkung sei mir erlaubt zu der Frage der Handytarife. Das ist zum Teil unanständig, wie die Geflüchteten zurzeit da über den Tisch gezogen werden, ausgenommen werden, dass es sogar in den Flüchtlingsheimen Menschen gibt, die versuchen, ihnen Beraterverträge für das Antragstellen von Kindergeld in Rechnung zu stellen mit mindestens 400 Euro. Lassen Sie uns doch auch da einen Blick drauf wenden. Und das ist keine Bagatelle und Petitesse. Und das hat seinen Bestand neben den anderen Themen, die Sie zu Recht gesagt haben. Aber deswegen ist ja unser Vorschlag, und ich bitte heute die Obleute im Integrationsausschuss und der Vorsitzende, mein Kollege Arif Ünal wird das auch so ansprechen, dann genau schon so zu beschließen, dass in den Fachausschüssen dann auch Fachgespräche dazu stattfinden können, damit wir das Thema entfalten. Und das mit genau den Menschen, die im Land auch die Arbeit tragen, hauptamtlich und ehrenamtlich. Wir haben am 20.02. hier als Fraktion einen großen Integrationskongress gehabt. Und das hat gezeigt, das ist genau das Bedürfnis, mit uns darüber zu reden. Und ich rate uns nur, in der Gemeinsamkeit der Demokraten und Demokratinnen jetzt dieses Zeichen hier zu setzen, dass wir gemeinsam in diese Debatte hineingehen, dass wir uns den Anforderungen, den Problemlagen stellen. Integration ist kein Zustand, Integration ist ein Prozess. Und da sind wir an jedem Tag neu herausgefordert. Und dann gehört auch dazu, liebe Kolleginnen und Kollegen, und das gilt für Herrn Stamp genauso für das, was Frau Güler gesagt hat oder auch Herr Cooper. Wir müssen dann schon miteinander auch auseinanderarbeiten und klarlegen, wo sind die Zuständigkeiten. Integration kann nur gemeinsam gelingen. Aber auf allen Ebenen, da ist der Bund mit in den Blick zu nehmen, da sind die Länder und wir als Land in den Blick zu nehmen, da sind die Kommunen mit in den Blick zu nehmen. Das gehört zusammen und dann muss man aber auch sauber trennen und wir müssen uns gegenseitig stützen, als da Schwarzer Peter zu spielen und das hin und her zu schieben. Und das haben Sie leider am heutigen Morgen auch versucht. Das ist nicht zuträglich. Endlich den gemeinsamen Blick entwickeln. Und der Antrag im Bundesrat, die stellvertretende Ministerpräsidentin hat darauf hingewiesen, ist ja etwas gewesen, was auf große Zustimmung gestoßen ist. Und auch in der Ministerpräsidentenkonferenz und im Austausch mit der Bundeskanzlerin ist doch deutlich geworden, es braucht ein Integrationspaket. Und das ist auch mit einer Arbeitsgruppe versucht. Sehen. Also tun wir doch nicht so, als dass der Bund mit der ganzen Sache nichts zu tun hätte. Wir haben als Land in der Tat auch unsere Hausaufgaben gemacht. Und da will ich darauf hinweisen, 4 Milliarden Euro sind nicht nichts. Und das ist die Verantwortung des Landes, die wir sehen, die wir eingegangen sind. Und deswegen nochmal, Integration ist kein Zustand, sondern ein Prozess. Daran arbeiten wir weiter. Das hat auch der Finanzminister schon betont. Deswegen frage ich mich, welche Töne Sie zum Teil heute Morgen angeschlagen haben, war da nicht ganz vermittelbar. Gemeinsame Anstrengungen, das gilt auch für das Engagement in der Zivilgesellschaft, der vielen Menschen, die in beeindruckender Weise Unterstützung leisten. Diese Menschen gehören zum demokratischen Rückgrat unserer Gesellschaft. Sie brauchen es und sie verdienen es, dass wir ihre Arbeit unterstützen, dass wir mit ihnen hier gemeinsam diskutieren, um dann zur Umsetzung zu kommen und zu einem breit getragenen Integrationsplan für Nordrhein-Westfalen. Und dabei ist auch ganz klar, Integration kann nur gemeinsam gelingen unter den Menschen, die, die da sind und die, die ankommen. Toleranz und Respekt müssen auf Gegenseitigkeit beruhen und die freiheitlich-demokratische Grundordnung ist die Basis und die Richtschnur für alle. Und deswegen ist es jetzt gut, wenn wir die Anhörung auf den Weg bringen. Und es ist auch gut,
Wenn in dieser Debatte Themen nach oben auf die Agenda kommen, die sowieso sozialpolitisch und gesellschaftspolitisch dran sind, und ich will das auch noch mal sagen, die fast 5.800 Lehrerinnen und Lehrer kommen allen Kindern zugute. Wenn wir uns für mehr sozial bezahlbare Wohnungen einsetzen in diesem Land, dann kommt das allen Menschen in NRW zugute. Und so werden wir das für jedes Feld durchdeklinieren. Und dafür stehen wir als rot-grüne Koalition. Und ich hoffe, dass Sie das genauso unterstützen. Was wir jetzt anstrengen, was wir jetzt investieren, kommt allen Menschen in NRW zugute. Und das muss das Credo sein, was wir gemeinsam für den gesellschaftlichen Zusammenhalt hier auch auf den Weg bringen. Denn dieser gemeinsame Prozess kann dann ein starkes gemeinsames Signal sein, auch gegen die, die die repräsentative Demokratie verachten, die fremden und menschenfeindliche Parolen auf den Straßen brüllen und ehrenamtliche Helferinnen als nützliche Idioten beschimpfen. Ich will hinweisen auf die Allianz für Weltoffenheit, Solidarität, Demokratie und Rechtsstaat gegen Intoleranz, Menschenfeindlichkeit und Gewalt. Sie beruht auf dem Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie wird getragen von der Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege, dem Bundesverband der deutschen Arbeitgeber, der Deutschen Bischofskonferenz, der Evangelischen Kirche Deutschlands. Sie wird getragen vom DGB, dem Deutschen Kulturrat, dem Deutschen Naturschutzfonds, dem Deutschen Olympischen Sportbund, dem Koordinationsrat der Muslime und dem Zentralrat der Juden Deutschlands. Und ich zitiere auf dem Aufruf dieser Allianz: Die menschenwürdige Aufnahme von Flüchtlingen, ihre Integration und die Verhinderung von sozialer, kultureller und gesellschaftlicher Spaltung sind eine Gemeinschaftsaufgabe. Bund, Länder und Kommunen, Wirtschaft und Gewerkschaften, Kirchen und Religionsgemeinschaften, Organisationen der Wohlfahrtspflege sowie die gesamte Zivilgesellschaft müssen auch weiterhin Verantwortung tragen. Wir sind überzeugt, dass wir die großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, gemeinsam bewältigen können. Wir als rot-grüne Regierungsfraktion teilen diese Überzeugung. Deswegen haben wir diesen Antrag auf den Weg gebracht. Und wir meinen es ernst, meine Damen und Herren. Nehmen Sie das bitte ernst. Lassen Sie uns gemeinsam die notwendigen Schritte für die Aufgaben beschreiben und um die besten Lösungen ringen. Das erwarten die Menschen von Nordrhein-Westfalen, von diesem Haus. Und deswegen sollte dieses Signal heute hier ausgehen und keine Irritation.